schon eine logistische Herausforderung, hier oben jetzt zu stehen. Und aus dem Grund freue ich mich auch, mit einem so kompetenten und leistungsstarken Partner an meiner Hand diese Expedition unter Mission Icefox durchgeführt zu haben. Ich freue mich sehr. Gedacht, dass man auf den 12 Kilometern, die wir heute nur zurückgelegt haben, so viele Eisbärspuren gesehen hat. Hat mich ein wenig irritiert, trifft aber genau das, was so häufig erzählt wird, dass genau in den Fjorden die meisten Eisbären unterwegs sind. Kleine technische Störung hat dazu geführt, dass wir hier im Fjord übernachten mussten und wir müssen uns jetzt einen Weg suchen, wie wir auf das Hochplateau kommen. Das sind 20 Kilometer, die wir jetzt noch zurücklegen müssen, bis wir da oben sind. Vielleicht 2 Tage, in denen wir das schaffen können, möglicherweise 3. Und dann müssen wir entscheiden, ob wir gleich wieder Richtung Süden laufen oder zum Verlegehuken. Das heißt nochmal etwa 40 Kilometer nach Norden, äußerster Punkt, kurz über dem 80. Breitengrad. Das nächste Landstückchen zum Nordpol.